Hinblick auf die Messevorbereitung ist es für den Aussteller ganz wichtig, eine saubere Planung des Messeprozesses aufzusetzen. Und zwar vom ersten Schritt der Entscheidung, dass ich auf die Messe gehe, bis hin zu dem Thema Nachbereitung muss ich mir überlegen, was passiert auf diesem Weg, bis die Messe vorbei ist. Und wenn ich das mir alles durchdacht habe, habe ich eine gute Basis für erfolgreiche Messe. Ich finde es super, gerade dass sowas angeboten wird, wo jetzt auch die Planung richtig startet für die Intergeo. Und für mich ist es viel so Aha-Erlebnis. Man kennt ja vieles eigentlich schon, aber kann sich so ein bisschen daran messen, was machen wir schon, was haben wir noch nicht gemacht und was kann man jetzt konkret auf der Intergeo dann auch anwenden. Hinter jedem B2B-Kontakt steckt auch ein Mensch, der auch gerne seine Gefühle zeigt oder angesprochen wird. Und das geht natürlich sehr, sehr gut durch emotionale Videos. Das Zauberwörtchen ist so ein bisschen, der Fachbegriff ist Snack-Content. Das heißt, Snack-Content zeichnet wirklich aus, dass man einen Fokus auf einen relativ knappen, kurzen, gut zusammengefassten Inhalt legt, dass man direkt auf den Punkt kommt und sagt, was hast du denn jetzt hier für ein Video oder für einen Inhalt? Wie schaffe ich dich, lieber Zuschauer, zu emotionalisieren? Einfach jemanden schnell in den Bann zu ziehen und halt wirklich zu sagen, so ein Snack, der schnell verdaulich ist, leicht bekömmlich ist, leicht verständlich ist. Ich finde es sehr, sehr interessant. Die Themen, die dort angesprochen werden, hinsichtlich Messevorbereitung, Planung, aber auch Einladungsmanagement, sind tatsächlich Bereiche, die wohl überlegt sein möchten. Es bedarf einfach einer gewissen Vorlaufzeit und es gibt viele Punkte, die es zu bedenken gibt, wenn man eine erfolgreiche Messe durchgestalten möchte. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute gekommen bin, weil ich einige Punkte mitnehmen kann, die uns definitiv helfen werden bei der Vorbereitung.